Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Wege zur Weisheit, wo ich euch wieder 30 Weisheiten, Limericks etc. vorstellen möchte. Und ohne groß zu kommentieren, weil man sie ja selber verstehen muss, würde ich jetzt einfach anfangen mit Nummer 1, die da lautet Bäume ausreißen von Henry Kissinger. Neue Leute dürfen nicht Bäume ausreißen, nur um zu sehen, ob die Wurzeln noch dran sind. Zweitens, wer die Rechte eines anderen beugt, nur um sich einen persönlichen Vorteil zu verschaffen, beschreitet den Vorhof der Anarchie. Von Reinhard von der Mann. Drittens, Schicksal, Glück, Zufall. Das sind alles nur Wege, unsere Erfolge zu begründen, ohne über unsere Niederlagen nachdenken zu müssen. Autor unbekannt. Viertens, Selbstreflexion. Wenn wir uns so sehen würden, wie uns andere sehen, würde das unsere schlimmsten Befürchtungen über sie bestätigen. Von Franklin P. Jones. Fünftens. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Von Mark Twain. Sechstens. Wahrheit leuchtet selbst in der Dunkelheit. Wer auf der Seite der Wahrheit marschiert, dem gilt immer der Glanz des Gerechten. Autor unbekannt. Siebtens. Wir müssen die Änderung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Von Mahatma Gandhi. Achtens. Eine Sammlung von Anekdoten und Maximen ist für den Weltmann der größte Schatz, während die ersten an schicklichen Orten ins Gespräch einzustreuen, der letzten im treffenden Falle sich zu erinnern weiß. Johann Wolfgang von Goethe. Neuntens. Kein Dieb kann die wahren Schätze stehlen. Autor unbekannt. Zehntens. Je mehr man um die Anerkennung und Zuneigung eines Menschen kämpfen muss, desto weniger ist es den Aufwand wert. Von Thomas Möginger. Elftens. Ich bin bis heute dem Mann noch nicht begegnet, wie berühmt er auch sein mochte, der nicht nach einer Anerkennung besser und einsatzfreudiger gearbeitet hatte als nach einem Tadel. Von Charles M. Schwab. 12. Auch Fesseln aus Gold binden dich und ein goldener Käfig hält dich auch gefangen. Auch hier ist der Autor unbekannt. Wer was gelten will, muss andere gelten lassen. Von Johann Wolfgang von Goethe. 14. Wer mit Anerkennung knausert, spart am falschen Ort. Von Dale Carnegie. 15. Verteidigung gehört zum Krieg wie Angriff. Da ist der Schild genauso wichtig wie das Schwert. Ist zwar unbekannt, aber es wird gemunkelt, dass es von Sun Tzu bzw. Sun Tse stammen könnte. Um fremden Wert willig und frei anzuerkennen und gelten zu lassen, muss man eigenen haben. Von Arthur Schopenhauer. 17. Weil aller Anfang schwer ist, fangen viele erst gar nicht an. Von Heinz Nitschke. 18. Niemand wurde jemals dafür geehrt, was er erhalten hat. Ehre ist die Belohnung für das, was man gegeben hat. Auch hier ist der Autor unbekannt. 19. Zu jeder bedeutenden Tat gehört eine gewisse Naivität, um nicht vor der Größe des Vorhabens zurückzuschrecken. Ebenfalls von Heinz Nitschke. Wer, wenn nicht wir? Wo, wenn nicht hier? Wann, wenn nicht jetzt? Ein jüdisches Sprichwort. 21. Schuldigen fällt es leicht, von Gerechtigkeit zu sprechen, denn nur selten müssen sie die Macht der Ungerechtigkeit spüren. Auch hier ist der Autor unbekannt. Erst wägs, dann wags. Erst denk, dann sag's. Ein altes deutsches Sprichwort. Hier möchte ich vielleicht doch mal kurz ausführen, weil ich schon gehört habe, dass das viele nicht ganz verstehen. Wägs im Sinne von abwägen und denken, dann sagen, also sprich, vor einer Handlung erst nachdenken, ob man sie wirklich tut und bevor man etwas spricht, auch drüber nachdenken, ob man das wirklich aussprechen sollte. 23. Auch eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Von Lao Tse. 24. Die Weisheit der Vergangenheit ist als Waffe so wirksam wie ein Schwert oder ein Speer. Wir müssen nur lernen, sie richtig einzusetzen. Autor unbekannt.
25. Manche Menschen wollen immer glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben. Von Heinz Erhardt. Zu viel Angst versaut die Zukunft. Zu wenig Angst die Realität. Von Mario Sixtus. 27. Wisse um deine Geschichte. Die Ratschläge der Vergangenheit werden dich durch die Zeiten des Zweifels weisen. Autor auch hier unbekannt. 28. Wenn die Angst anklopft, packt der Verstand gerne mal seine Habseligkeiten zusammen. Von Ramsey. 29. Wer seine Angst bekämpft, ist ein stiller, großer Held. Von Heidi Maria Artenger. Und last but not least, Schmerz lehrt einen Sachen, die einem kein Philosoph beibringen kann. Auch hier ist der Autor unbekannt. Ja, gerne ladet euch dazu ein, wenn ihr Fragen, Ideen oder Diskussionsbedarf zu einem dieser Weisheiten oder Sprüche habt, euch in den Kommentaren zu melden. Gerne können wir dann einen kleinen Diskurs führen. Und ansonsten würde ich nur sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Abo nicht vergessen. Und ja, macht's nicht gut, macht's besser. Tschüss!